Mein Liebling, ich glaube, ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Stell dir bloß vor, ich habe tatsächlich ein Engagement. Und noch dazu, es ist kaum zu glauben, eine Hauptrolle. Ich fahre schon morgen nach Feuchtenstein ins Salzkammergut, wo auf einem herrlichen Schloss die großen Festspiele veranstaltet werden. Du siehst also, jetzt beginnt auch meine Karriere. Ich habe das immer gewusst, nur du hast daran nie geglaubt. Und ich bin stolz, es dir nun beweisen zu können. Ich will nämlich nicht nur von dir geliebt, sondern auch bewundert werden. Ah, noch ein Lufthungriger. Da drin ist doch wie in der Sauna. Junge, sei doch froh, ausverkauftes Haus. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Bist du verärgert? Ach, nicht der Rede wert, rein privat. Meine Eva will mir beweisen, was sie alles kann, damit ich in die Knie gehe. Dass die Weiber immer so blöd sein müssen. Alle wollen sie ein Star sein und die Menschheit beglücken. Ich kann das nicht begreifen. Aber die wird sich den Kopf ganz schön einrennen, darauf kannst du Gift nehmen. Die Leute doch lachen, Gianni, sie werden das nie verstehen. Warum hast du mich verlassen, Gianni, um mit der anderen zu gehen? Doch heute sehen sie uns tanzen, Gianni, als wäre nichts geschehen. Schwarze Augen, Gianni, und sah dich lange an. Damals hast du mich vergessen, Gianni, das hat so weh getan. Doch dann hab ich dir geschrieben, Gianni, oh bitte denk daran. 100 Jahre und noch mehr bleib ich dir treu, mein kennt die Wege der Liebe, Gianni, sie gehen durch Freud und Leid. Nun hast du zu mir gefunden, Gianni, und war der Weg auch weit. Lass doch die Leute lachen, Gianni. Unser Plakat, das ist das erste Mal, dass ich meinen Namen lese. Guck lieber mal hierher. Aber das ist ja, das sind doch... Ganz schöne Konkurrenz, was? Die Tournee von Udo. Da steht er ganz groß. Das ist die Show, bei der er auftritt. Das ist doch prima. Aber begreifst du denn nicht? Er und seine Bande sind es, die uns von hier verdrängen. Die treten auf der Seebühne auf, während na wir... Na solange... Moment, Moment. Joi, eine Hochzeit. Eine ungarische Hochzeit. Joi, Mama, sowas muss man doch sehen. Na, was sagst du? Hochzeit im Burgenland. Kriegst du nicht auch Lust? Auf Fortenstein könnten wir dir ja den Hochzeitsmarsch blasen. Ja, das sind die von der gestrigen Vorstellung. Geh hin und lad's ein. Ja, ich geh hin.
Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Meine Freunde haben Sie erkannt. Sie sagen, Sie sind die Schallplattenstars, die was gestern auftreten sind. Ja, das stimmt, das sind wir. Sensationelle Golden Star Show. Ja, wir haben heute nämlich eine echte Bauernhochzeit. Und da würden wir uns freuen, wenn wir Sie einladen dürften. Wir haben noch einen weiten Weg ins Salzkammergut. Stimmt oder nur? Hochzeitsgast sein bringt Glück. Kinder, das könnten wir doch brauchen. Wir haben doch heute sowieso keine Vorstellung. Misch dich da nicht ein, das ist Ottos Sache, ja? Einen Moment, Udo. Tobi hat recht. Das können wir uns leisten. Aber nicht zu lange. Man kann doch nicht Nein sagen, ist doch schließlich unser Publikum. Naja, wir freuen uns über diese Einladung. Sehr nett von euch. Kinder, die Stadtleute kommen mit. Nein, Moment, wir kommen mit dem Bus nach. Also los, auf geht's. Ich sah herauf zu dir und ich konnte dich nie sehen, denn verschlossen blieb die Tür. Tausend Steine.
wenn sie halten die Liebe nicht auf. Mein Lied handelt von einem armen Bauernburschen und seiner Geliebten. Aber der Pfeffer will, dass ich in einem Smoking einem Boot singe. Eine Schnapsidee von Otto. Ist ihm ein Regieeinfall von ihm. Hat er sich bestimmt vom Fernsehen abgeguckt.